schön. Danke dir. Und danke schön, Samu, für die Rose. Mein 5-jähriger Sohn ist Rheumaps. Rheumaps ist auch lecker. Rheumaps ist lecker. Rheumaps ist lecker. Deine Arme sind mehr. Danke schön. Danke schön. Und dann gute Besserung. Danke schön. Danke schön. Ja, 1:1. Oh ja, weißt du denn, wie die Creme schmeckt? Weil die genauso riecht. Die riecht ja genauso. Viel zu viel los hier. Findest du? Also ich komme mit den Kommentaren lesen gut zurecht. Mein Opa hat mir bei Erkältung Nivea in den Hals geschrieben. Einmal so am Hals? So einmal so. Opa hatte auch vor 4 Tagen eine Erkältung. War es richtig schlimm. Vor allem in letzter Zeit sind sehr viele krank, was ich höre und mitbekomme. Ja. Scheiße gelaufen mal wieder für mich, ne? Wundert mich nicht, wenn ich im Dezember nochmal eine Erkältung bekomme. Ich hau ab. Okay. Hallo, wie geht's? Mir geht's gut und selbst. Aus welcher Stadt bist du? Mülheim. Mülheim komme ich. Ach man, Leute, ich weiß nicht, wo ich das Camping bauen soll. Hier gibt es viele coole Ecken, aber ich möchte schon irgendwo am See unten. Eine gute Laune ist echt anstrengend. Ach, Thomas, Thomas. Da ist mir die Schilder des Namens da, Jenny. Flo, danke schön. Danke schön. Danke dir. Wo ist jetzt der Fluss, Mensch? Weil hier wäre schon schön, aber hier ist dieser Sendemast, den finde ich so. Ach, der Fluss ist. Okay. Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich spiele zurzeit nicht. Oh, spielst du nicht? Was halt denn? Dankeschön, Daniel. Dankeschön für die Hose. Outfit-Check. Hemd. Hose. Oberteil. Ja, ich stehe jetzt nicht das erste auf. Du bist mega süß. Dankeschön. Dankeschön. Ich muss morgen nach Spanien fliegen. Ich bin dann 2 Wochen auf Montage. Oh, wie schön. Wie schön. Ich fliege nächstes Jahr April nach Spanien. Fuerte. Habe ich richtig Bock drauf. Dankeschön, Gio. Dankeschön. Dankeschön. Nimm Boxer-Krepal-Tabletten sind gut. Ah, die kenne ich sogar. Aber ich finde, jetzt lohnt sich eh keine Tabletten mehr irgendwie richtig einzunehmen. Weil mir geht schon wieder. Also was heißt so, ich glaube, mir geht's gut. Mir geht's gut. Jetzt noch irgendwie Tabletten reinzudübeln. Weiß ich nicht. Vielleicht erwischt es mich bald im Dezember wieder. Ein drittes Mal. Ne, man weiß es ja nicht. Die schönste Frau dieser Welt. Oh, Nico. Nico, danke schön. Zieh mal eine Lederjacke zur Hose an. Nee, die ziehe ich jetzt nicht an. Mega Piercings, dankeschön. Dankeschön. Hallöchen. Hallo. Aber ich muss mir gleich echt mal Gedanken machen, wie ich mir eine Fingernägel mache. Ich habe voll Bock auf solche Weihnachtsnägel. Irgendwie so ein dunkles Rot, oder Leute? Dunkelrot. Wird das gut kommen? Dunkelrot? Dunkelrote Nägel? Hatte auch schon die erste Erkältung zum Kotzen, ne? Dankeschön für die Rose. Dankeschön. Uff, deine Hose hat mir den Tag gerettet. Also, Dominik, hör mal. 15 Rosen, dankeschön. Dankeschön. Guten Tag, Jenny. Hallo. Bist du auch wieder da? So, aber hier ist alles so hügelig. Ach ja. Wo gibt es da noch Ecken? Gleich bin ich wieder bei meinem Camp. Macht ja auch keinen Sinn, ne? Muss ich mal gucken. Wieso solltest du jetzt eine Lederjacke anziehen? Weiß nicht, vielleicht hat er so Lederjacken-Fetisch. Übel, vor allem die Kopfschmerzen und die schlechte Laune. Am schlimmsten finde ich tatsächlich, wenn du keinen Geschmack hast.
Und Husten ist auch richtig räudig. So diese Kombination aus kein Geschmack und Husten ist einfach nur widerlich. Absolut widerlich. Ist es wieder besser geworden? Es ist wieder besser geworden, ja. Glaube ich, bekomme auch irgendwie Halsschmerzen, brauche irgendwie abgelaufene starke Tabletten. Abgelaufene starke Tabletten. Ich kann dir nicht folgen. Ich fühle mit dir. Du bist eine sehr sympathische Frau mit schönen Augen. Dankeschön, Dominik. Dankeschön. Dankeschön für die Rose. Dankeschön. Ja, das stimmt, ne? Ja. Gio. Gio. Dankeschön. Mensch. Hut mit Schnurrbart. Ja. Ich bin überfragt. Ich weiß nicht. Weiß nicht wohin. Ich hoffe, du hast kein Corona. Also laut meinem Schnelltest habe ich kein Corona. Keine Ahnung. Ich gebe natürlich nicht so viel Geld für einen PCR-Test aus. Wie viel kosten die? 70 Euro oder so? Nee. Dominik, danke schön. Danke schön. Danke schön. Was? Wer schießt denn da jetzt auf mich? Hallo? Wo kommt der denn jetzt her? Hast du ein Haustier? Ja, ich habe einen Hund. Dankeschön für die Rose. Was wollte ich eigentlich gerade sagen? Ich will mein Camp im Wald haben, aber das meiste ist halt wirklich schräg. Wie geht es dir so? Mir geht's gut und selbst. Hier ist noch einer. Ich muss hier weg. Ich muss da weg. Scheiße, Alter. Hallo. Hallo. Hallöchen. Was ist denn hier? Habe ich hier was gefunden? Oder bin ich jetzt hier wieder mein Camp? Hier ist ein Camp. Bin ich. Ach, da. Okay. Ein schwacher Gull, der schläft. Alles klar. Ich habe einen Schäferhundmix. Oh, wie süß. So einen hatte ich früher auch. So einen hatte ich auch gehabt. Hallo. Was spielst du denn cooles? Fallout 76 spiele ich gerade. Scheiße, also das will ich jetzt hier nicht überleben. Ja, kommt doch alle an. Hallo, ich bin alleine. Da ist richtig assi für euch. Die haben auch noch Waffen. Das war jetzt unfair. Wie alt bist du? Ich bin 21. Du siehst sehr sympathisch aus. Dankeschön. Dankeschön. Das ist sowas von dumm. Das ist doof. Boah, wie geil wäre das bitte? Ein Camp am Freizeitpark? Ich glaube, da reise ich jetzt erstmal hin, ne? Hä, das ist doch geil, oder? So am Freizeitpark, da unten, wo die Achterbahn ist. Ich reise aber hin und dann mal schauen, ob da irgendwie ein schnuckeliges Plötzchen gibt. Dankeschön für die Rose. Dankeschön. Was benutzt du? Klopapier oder Feuchtpapier? Ey, muss ich das ja schon wieder diskutieren? Klopapier, Feuchtpapier, wenn du damit zwischen deine Ritzen, das ist nass. Das ist einfach nur nass. Ich will es ja trocken machen. Ich will es ja nicht nass haben. Bin gerade 15 Sekunden drin und du kommst immer zum Beispiel. Dankeschön, Luca. Dankeschön. Und Michael, danke dir. Hallo Jenny, wie geht's dir? Mir geht's gut und selbst. Hast du Angst vor der Todeskralle in Fallout? Angst jetzt nicht, aber die ist halt, also vor allem wenn du alleine bist, ist es so schwer, die zu besiegen. Fast eigentlich schon unmöglich. Eigentlich schon unmöglich. Doch. Ja. Was macht deine Erkältung? Geht's gut. Geht's Gott sei Dank wieder besser. Ist aber immer noch nicht weg. Ist immer noch nicht weg. Aber ist okay. Es ist okay. Ich brauche ein Camp. Boah, hier, das wäre eigentlich richtig geil, so mitten auf dem Parkplatz ein Camp zu haben. Vor der Achterbahn, weiß ich ja nicht. Ich glaube, ich träume noch. Hör mal. Wenn man Klopapier benutzt,
müffelt aber immer. Nee, dafür geht man sich ja duschen. Dafür duscht man sich ja. Xbox. PlayStation. Was hast du für nun? Ich hab einen Mops. Einen Mops habe ich. Nee, God of War spiele ich nicht. Ich habe gestern sogar ein kurzes Gameplay, halbe Stunde gesehen. Ist nicht bald, sag was mal so. Camp verlegen, L1. Geht das hier? Boah, ich will mein Camp auf dem Parkplatz haben. Ey, wie geil wäre das denn? Ey, das wäre doch ein Mega-Flex, ne? Einfach ein Camp auf dem Parkplatz zu haben? Hä? Also, hör mal. Geht das wirklich? Bitte funktionier. Es geht nicht. Es geht nicht. Hey, dir geht's wieder besser? Ja, mir geht's wieder besser. Kostet es was, dich hier zu abonnieren? Meinst du auf meiner richtigen Seite? Dann nein. Auf der heißt irre Skala bist du weit oben. Dankeschön. Mahlzeit. Hübsch. Danke. Danke. Oh Mann. Das wäre halt schon geil. Auf dem Parkplatz neben der Achterbahn ein Camp aufzuschlagen. Aber mal gucken. Lustige Gesichter. Ist bei euch schon der Weihnachtsmarkt? Boah, weiß ich gar nicht. Hier in Mülheim? Ich glaube, der in Duisburg, der ist schon, ne? Oder? Ich weiß gar nicht. Den Essen, der soll auch kommen? Keine Ahnung. Ich habe noch nicht im Internet nachgelesen. Ich gebe es auf. Ciao. Okay, tschüss. Zockst du vor 70? Ja. Zock ich. Mhm. Ja. Ach man, das ist unfair. Aber schon, ich finde schon schnuckliges Plätzchen. Da macht euch keine Sorgen. Kriege ich schon irgendwie hin. Aber hier ist also hügelig. Ich brauche eine flache Landschaft. Wie TikTok mich zwingt, da live zu sehen. Jeder vorgeschlagene Live ist. Also, hör mal. Der beste Weihnachtsmarkt ist Herne, Leute. Aber da war ich noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Aber ich finde den Essen wunderschön. Dein Essen, der ist toll. Hm? Ja. Mit einer Wahrscheinlichkeit.